Hallo, herzlich willkommen. Die Talentschmiede geht auch im Mai selbstverständlicherweise weiter. Und im Hintergrund, ihr seht es, gucken wir uns heute mal Amel Bella Kotschap an. Und er spielt eine fantastische Saison mit dem VfL Bochum, die höchstwahrscheinlich auch den Klassenerhalt schaffen werden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist dieser noch nicht gesichert. Amel Bella Kotschap ist 20 Jahre alt, 1,90 Meter groß und auf der Innenverteidigerposition beheimatet. Gebürtig kommt er aus Paris, aber er ist deutscher Staatsbürger, hat aber auch kamerunische Wurzeln, wahrscheinlich dann durch seine Eltern. Sein aktueller Marktwert liegt bei 7,5 Millionen Euro. Er spielt, wie auch im Hintergrund zu sehen, beim VfL Bochum und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2024. Gucken wir uns mal seine Stats an. Für den VfL spielte er in der Bundesliga bisher 20 Mal von insgesamt 30 Einsätzen. In der zweiten Bundesliga absolvierte er 44 Spiele und schoss ein Tor. In der U19-Bundesliga 25 Spiele, ein Tor. Und in der U17 24 Spiele, ein Tor, ein Assist. Im DFB-Pokal sind es deren 4 Spiele aus der diesjährigen Saison. Dazu sei noch erwähnt, er kommt sogar aus der VfL-Jugend oder zumindest aus der Ecke. Ich habe keinen anderen Verein gefunden, bei dem er bisher war. Er ist allerdings auch DFB-Nationalspieler. Für die U21 hat er bisher 7 Spiele absolviert, für die U20 ein Spiel und für die U18 5 Spiele. Da ich wahrscheinlich demnächst mehr mit dem VfL Bochum oder generell mit Bochum zu tun haben werde, ist es wichtig, sich dann doch mal darüber zu informieren, welche Spieler da so rumlaufen, aber auch generell, weil der VfL Bochum so eine tolle Saison spielt und den Klassenerhalt wohl schaffen wird. Es ist sicherlich eine große Ehre, sich mal den Kader der Bochumer anzugucken. Und ich finde Amel Bella Kotschap wirklich sehr spannend. Und ja, er hat eine große Karriere vor sich. Innenverteidiger werden ja eigentlich auch immer gesucht in den Vereinen, in der deutschen Nationalmannschaft und. Ob ich ihm schon einen Wechsel nahelegen würde, weiß ich nicht. Er hat ja Gott sei Dank noch 2 Jahre Vertrag. Vielleicht sollte er die nutzen, um noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich glaube, in Bochum ist er da an der richtigen Adresse. Gerade wenn sie nächstes Jahr noch Bundesliga spielen, kann er sich nächstes Jahr in der Bundesliga noch beweisen. Wo es denn nach Aachen geht, weiß ich nicht. Vielleicht Hertha sucht immer Innenverteidiger. Freiburg ist immer so eine passende Adresse. Augsburg, Stuttgart, das wären so Adressen, wo ich mir Amel Bella Kotschap vorstellen kann. Sollte er in der Region bleiben wollen, dann Schalke vielleicht. Oder gut, das wäre dann aber zweite Liga, Paderborn. Hängt aber natürlich alles immer davon ab, wie die nächste Saison ausgeht. Also wenn Vereine wie Stuttgart oder Augsburg absteigen, dann wird er das wahrscheinlich dann nicht machen, denn ich denke schon, dass er zu den Stammkräften beim VfL Bochum gehört oder in naher Zukunft gehören wird. Jetzt könnt ihr gerne mal eure Meinung abgeben, wie ihr Amel Bella Kotschap seht, wo er in naher Zukunft spielen könnte und ob früher oder später er vielleicht sogar auch in der A-Nationalmannschaft einen Platz findet. Innenverteidiger werden ja eigentlich immer ganz gut gebraucht. Das war's jetzt an dieser Stelle. Habt noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder zur Talentschmiede mit einem neuen unter 23-jährigen Talent. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüssi.